Was meinen Sie, warum sind wir an Singulus so interessiert? Welche Vorteile gibt es? Ich habe die Frage beantwortet, damit wir nicht sehr viel Zeit verlieren, weil ich habe nur 20 Minuten Zeit. Ich habe gedacht, es könnte vielleicht deswegen interessant sein, dass wir durch Single Use Kosten sparen und durch Single Use erhöhen wir unsere Flexibilität. Das war meine Antwort, warum Single Use heute so populär ist. Ich möchte jetzt auf beide Themen eingehen und zu beiden Themen Daten zeigen, wie viel sparen wir dann an Geld und wie viel Flexibilität bringt es. Lassen Sie mich mit dem ersten Thema anfangen. Kosten sparen. Diese Folie hat mein Kollege Gregor Duziak vor circa einem Monat publiziert. Er hat von einem 1000 Liter Antikörperproduktionsprozess die Kosten hier dargestellt. Hier sind die Kosten von Single-Use-Produktionsanlage und hier sind die Kosten von Edelstahl-Produktionsanlage. Also hier sehen wir Single-Use-Kosten, da sind Chromatographic Media und so weiter. Es gibt einen Bereich, wo die Kosten hier tatsächlich niedriger sind. Das ist nämlich Fixkosten. Fixkosten, also Abschreibungen, sind niedriger. Und wie viel? Bis zu 40% haben wir hier niedrige Kosten. Aber es interessiert mich Gesamtkosten, nicht nur ein Button von denen. Das heißt, ich würde eher vergleichen die zwei miteinander. Und wir können hier abschätzen, wenn ich in 1000 Liter Antikörper in Edelstahl produziere, im Vergleich zu Single Use, wie viel Prozent ich spare. Wir können abschätzen 10%, 15%, irgendeine Zahl, aber nicht 50% oder 70%. So, bei Selka, in unserer kleinen Firma, haben wir uns die Frage gestellt vor 7 Jahren, gibt es nicht andere Möglichkeiten, Kosten zu sparen? Mit Sicherheit, hier sparen wir Kosten. Aber es gibt andere Methoden, andere Quellen, wo man Kosten spart. Diese Hebel sind viel größer, nämlich der Prozess selbst. Wie entwickelt man einen Prozess? Wie designt man einen Prozess? Und das möchte ich mit einem Beispiel hier illustrieren. Jemand hat Interesse, 5 Kilogramm Protein zu produzieren. Diese Person hat einen 1000 Liter Bioreaktor. Die Person hat einen Fettbatch-Prozess entwickelt und Produktausbeute ist 2,5 Gramm pro Liter. Um diese Menge zu produzieren, braucht es 2 Läufe zu machen. Damit es einfach wird, ein Lauf kostet 1 Million Euro. Also er hat hier 2 Millionen Euro investiert. Und dann gibt es eine zweite Prozessvariante, da ist Tite Doppelte. Um diese Menge zu produzieren, braucht er einen einzigen Lauf. Und er hat 50% Kosten gespart. Jetzt, ist das neu? Nein, auch nicht. Es ist auch 20 Jahre alt oder 30. Seit 30 Jahren diskutieren wir, wie können wir die Produktausbeute erhöhen, um Kosten zu sparen. Was könnte denn vielleicht neu sein? Es könnte vielleicht neu sein, dass man solche Prozesse inzwischen routinemäßig im Large Scale ohne großen Aufwand bekommt. Und zwar sowohl in Edelstahl als auch in Plastik. Viele Leute sind daran interessiert, deswegen gibt es viele Vorträge darüber. Und ich möchte das auch mit 2 verschiedenen Prozessen das demonstrieren, dass es sowas heute tatsächlich möglich ist. Wir haben einen biosimilar Antikörperprozess entwickelt. Entwickelt aber in Schüttelkörpern, 25 Milliliter. Und dann sind wir auf 5 Liter Bioreaktoren gegangen, um die 2 Systeme zu vergleichen. Wir haben eine Kooperation mit Firma Sartorius gehabt. Und Sartorius hat Single-Use-Bioreaktoren, da sehen Sie das Plastik hier. Und wir haben dann diesen Prozess hier übertragen, 50 Liter und 200 Liter. Und dann haben wir die Prozessdaten miteinander verglichen. Das ist die Produktausbeute, 7 Gramm pro Liter in einem Fettbatch. SF heißt Shake Flask, also Schüttelkolben, 3-mal. Und dann haben wir 3-mal 5 Liter Bioreaktoren, die grünen. Und dann haben wir 1-mal 50 Liter und 1-mal 200 Liter Single-Use-Bioreaktoren. Wir konnten hier zeigen,
dass ein Prozess ohne großen Aufwand von Schüttelkolben auf bis zu 200 Liter Single-Use-Bioreaktor transferiert werden konnte. Und Titer 7 Gramm pro Liter, also es ist nicht 5 Gramm, also 5 Gramm ist, ich würde sagen, es ist heute gut möglich. Eine Prozessvariante. Wir haben die Zelle genommen, die gleiche Zelle, und dann haben wir eine zweite Prozessvariante entwickelt. Und dafür haben wir 8 Monate Zeit investiert, um zu sehen, um auch uns zu testen, ist das möglich, Titer noch mehr zu pushen. Und das haben wir wieder verglichen, 5 Liter Bioreaktor und 6 Stück, 50 Liter und 200 Liter Bioreaktor, Titer 10 Gramm pro Liter. Ich möchte hier nicht über Produktqualität reden. Produktqualität kann tatsächlich auch schlecht sein, besonders wenn wir sehr viel produzieren müssen. Aber Fokus ist hier tatsächlich Vergleichbarkeit der Systeme. Fokus ist auch Scale-up. Wenn ich Scale-up mache, Large-Scale-Produktion, egal ob es Plastik oder Edelstahl oder Glas ist. So, die Conclusion. Durch Single-Use reduzieren wir die Kosten. Wir haben vorhin die Zahlen gesehen, vielleicht 10, vielleicht 15, vielleicht 20%. Ja, bei der Herstellung reduzieren wir die Kosten, sparen wir. Aber es ist auch möglich, wenn man Hochausbeuteprozesse entwickelt, die so einfach wie möglich sind, sodass man ohne Probleme zu Large-Scale gehen kann. Wenn ich zu Large-Scale gehe, es ist eigentlich mir egal, ob es Single-Use oder Edelstahl ist. Das ist sozusagen die Kernbotschaft. Jetzt möchte ich zu diesem Thema kommen, Flexibilität, erhöhte Flexibilität. Ich habe, obwohl ich kein Deutscher bin, habe ich versucht, das Wort Flexibilität ins Deutsch mit anderen Worten zu übersetzen. Was könnte dann Flexibilität heißen? Ich habe gedacht, es könnte heißen, schnelle Reaktion auf neue Anforderungen. Also Flexibilität könnte heißen, schnelle Reaktion auf neue Anforderungen. Wobei ich betone das Wort schnell. Weil Reaktion auf Anforderungen, das kann jeder. Stellen wir uns zwei Fabriken vor. Eine ist basiert auf Plastik, andere ist basiert auf Edelstahl. Ich komme mit einem sehr komplizierten Prozess. Ich kann in beiden Fabriken das produzieren. Das ist gar keine Frage. Aber in Single-Use-Fabrik kann ich das schneller. Ich kann schneller umbauen und die Stöpseln etc. Bei Edelstahlanlagen brauche ich vielleicht länger. Changeover-Zeiten sind länger etc. Insofern habe ich jetzt interpretiert, Single-Use bringt eigentlich Zeitersparnis. Ich habe das Ganze reduziert auf Quick, also Zeitersparnis. Und dann habe ich so eine Mappe gemacht. Wie viel Zeit benötigen wir, in welcher Stufe und wie viel Zeitersparnis bringt der Single-Use? Das ist dann hier dargestellt. Wenn wir die DNA bekommen, bringen wir das in unseren Vektor und dann generieren wir Cell-Pools nach 2 Monaten. Und danach machen wir Single-Cell-Cloning. Nach circa 4,5 Monaten haben wir die Zelle bereit. Die Zelle produziert mein Protein. Das machen wir in der Regel in Schüttelkolben. Danach gibt es ein Kapitel, die heißt Medienentwicklung und dann Prozessentwicklung. Das geschieht in der Regel in kleinen Bioreaktoren oder auch in Shakers. Nach circa 8 Monaten ist der Prozess entwickelt. Der Prozess kann jetzt übertragen werden zu einem Produktionsgebäude. Dieses Gebäude kann entweder Single-Use sein oder Edelstahl. Das heißt, die Timelines hier zählen für die Produktion. Und das weiß ich selbst nicht, wie viel Zeit wir tatsächlich durch Einsatz von Single-Use sparen. Also Changeover-Zeiten sind kürzer, Validierung etc. ist nicht dabei. Und wenn ein Prozess transferiert werden soll, sparen wir hier bei der Produktionszeit. Ich weiß die Antwort nicht. Wie viel? 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, weiß ich nicht. Aber ein paar Wochen. Oder wenn jemand weiß, bitte soll sagen. Ja? Schnelle, flexible Anlage haben wir im Vergleich zu Edelstahl. Ein paar Wochen sparen wir mit Sicherheit. Das ist der Benefit, das ist der Vorteil von Single Use. Und wir haben bei Selka uns wieder die Frage gestellt, wo können wir dann Zeit sparen? Und wir haben die Idee gehabt, diese Kapitel hier zu überspringen. Keine Medienentwicklung, keine Prozessentwicklung.
Ich habe hier meine Zelle. Sobald ich die Zelle in diesem Scale habe, dann gehe ich direkt in die Produktion. Ist das dann möglich? Das ist jetzt eine andere Darstellung. Wir haben die Zelle, also Klon, und wir gehen in die Produktionsanlage. Das wurde demonstriert mit einem anderen biosimilar Antikörper. Und Grafik ist überladen, absichtlich. Ein einziger Graph sagt alles. Wir haben Titer von 4,5 Gramm pro Liter in Schüttelkolben, in 5 Liter Glasbioreaktor und in 1000 Liter Xelerex Single Use. Das ist noch eine andere wichtige Information. Viele sagen, ja, okay, Single Use, wie sehen deine Daten aus? Und dann zeigen wir die Daten. In welchem Bioreaktor hast du das geschafft? Für uns, für die Technologie, für Zelle, es darf keinen Unterschied machen. Wenn mein Prozess gut genug ist, er muss in allen Bioreaktoren laufen. Ist mir egal, ob es Saturn oder Xelerex ist. Und diese Daten zeigen, dass wir tatsächlich, diese 5 Liter haben wir danach gemacht, um zu Comparability zu sein, dass wir tatsächlich in der Lage sind, solche hohe Titer zu bekommen und vergleichbar. Wenn ich dieses Slide zeige, Fachleute fragen, ja, aber wie sieht denn deine Produktqualität aus? Ist auch eine Standardfrage. Ich als Zellbiologe oder Biotechnologe, eigentlich, ich bin davon überzeugt, dass Produktqualität auch nicht anders sein darf. Wenn ich meine Zelle, mein Prozess, mein Medium sehr gut verstanden habe, dann muss es der Zelle egal sein, ob er in 25 Milliliter schwimmt oder in 1000 Liter schwimmt. Es muss ihm egal sein. Wenn es nicht egal ist, dann verstehen wir unsere Zelle und Prozess und Konditionen nicht. Dennoch, um Antwort zu generieren, haben wir Produktqualitätsdaten generiert. Hier zeigen wir SDS-Page, 25 Milliliter, 5 Liter, 200 Liter Single-Use Xelerex Bioreactors, Tags 11 und 12, und 1000 Liter Xelerex Bioreactors, Tag 11 und 12. Und dann haben wir IEF-Pattern, es ist gleich, 25 Milliliter, 5, 200 und 1000 Liter. Und dann haben wir Verhältnis gebildet von G1 zu G0 und G2 zu G0. Es ist wichtig, von Cellpool zu Klon in Shake Flask, also Schüttelkorb, 5 Liter, 200 und 1000. Ich möchte zurückgehen und zeigen, was das bedeutet. Das heißt, die Produktqualität, die wir hier in Cellpool-Ebene geguckt haben, ist dasselbe wie da und wie da hier in der Produktion. Das heißt, diese Vergleichbarkeit kommt eigentlich vom Anfang an wird durchgenommen. Und das ist eine der wichtigsten Comparability-Daten, die biologische Aktivität. Das, was ich produziere, ist das auch biologisch aktiv. In Cellpool-Ebene 5 Liter, 200 und 1000 Liter. Dadurch konnten wir zeigen, dass es grundsätzlich möglich ist. Und es muss nicht immer stimmen für alle Produkte, aber grundsätzlich gibt es Potenzial, diese Monate hier zu sparen. Das heißt, durch Einsatz von Single Use sparen wir Zeit. Und das sind einige Wochen. Es gibt andere Hebel, um Zeit zu sparen. Und das sind einige Monate. So, das ist meine letzte Folie. Ich habe ein Team. Mit diesem Team haben wir in den letzten 6, 7 Jahren zusammengearbeitet. Die haben hervorragende Daten generiert. Wenn die Daten so hervorragend sind, ist es sehr einfach zu präsentieren. Ich bin in einer glücklichen Situation. Viele unserer Mitarbeiter waren Berufsanfänger. Inzwischen sind sie eingearbeitete Experten geworden und solche hervorragenden Daten produziert. Und ich möchte diese Gelegenheit auch hier nutzen, um mich sehr herzlich bei meinen Mitarbeitern zu bedanken für diese hervorragende Leistung. Auch gleichzeitig vielen Dank an Sie, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, Nassis. Das sind wirklich hervorragende State-of-the-Art-Daten, wie es gelingt, heutzutage eben
sehr schnell und mit sehr hohen Ausbeuten Antikörpermoleküle herzustellen. Sehr schöne Daten, das ist, vielen Dank. Gibt es Fragen dazu von Ihrer Seite? Das sind natürlich hervorragende Daten, aber als Rentner mit dabei habe ich es natürlich auch einfach. Das ist A, Campus und B, auch der große 1000-Liter-Reaktor unserer Firma. Aber trotzdem eine Frage eigentlich zu der Komplexität des Ganzen. Auf der einen Seite hat man ja Schüttelkolben, ist auch Plastik in der Regel, oder kann auch Glas sein oder wie auch immer. Dann geht es auf einmal in einen anderen Plastik. Dieser ist natürlich von der einen Firma so, von der anderen Firma anders. Jedenfalls sind die Oberflächen nie ganz identisch. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Ist mal beobachtet worden, dass von den komplexen Medien, die man ja verwenden muss, um solche hervorragenden Daten auch im Kita zu generieren, irgendwie mal festgestellt worden, die Komponenten absorbieren, die dann zum Beispiel den Zellen nicht im gleichen Maße zur Verfügung gehen, als wenn ich ein Glasbioreaktor nehmen würde oder ein Stahlbioreaktor oder was. Ja, also es ist auch hier eine heiße Diskussion darüber, dass aus dem Medium bestimmte Sachen an der Oberfläche vom Plastik absorbiert werden können. Wenn ich aber daran denke, dass es auch seit langem im Einsatz ist, dass man Medien, also Medien lagert in Plastik, und zwar Wochen, Monate, und da müsste auch eine Absorption stattfinden. Und wenn ich daran denke, Edelstahl, Oberfläche, es ist elektroporiert, aber was passiert mit den Metallen? Wird irgendein Metall abgelöst, etc.? Die Frage haben wir uns nie gestellt. Edelstahl war gegeben in 40er Jahren, seitdem benutzen wir das und wir sind glücklich. Und jetzt kommt Plastik und dann stellen wir solche Fragen, obwohl wir auch gleichzeitig fast alle Pharmafirmen die Erfahrung haben, dass wir die Medien in Bags lagern, monatelang, und dann einsetzen und dass Zellen gut wachsen. Ich habe nie daran geglaubt, dass es tatsächlich so ist, und Gott sei Dank haben wir Daten, beweisen, dass es nicht so ist. Kann man nie ausschließen, das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Gibt es weitere Fragen dazu? Also ich finde, es sind sehr schöne Daten, aber wenn ich es jetzt vorhersagen hätte müssen, hätte ich auch nicht 100% gewettet, dass alles gleich aussieht. Ich würde sagen, es hat schon mit einer Frage der Robustheit des Verfahrens oder der Plattform zu tun. Wie kritisch sind die Medien, wie gut aufgestellt ist so ein Prozess? Und das spricht natürlich dafür, dass man so einen Standard hat, der relativ gut funktioniert. Ja. Es gibt schon Zellen, auch die sind sensitiver, oder auch Produkte, und da funktioniert es halt nicht auf Anhieb. Ne? Absolut d'accord. Und Helmut, du hast auch Keywordschaft gegeben. Wie robust ist die Plattform? Wie robust sind die Zellen und die Medien? Wie robust sind sie aufeinander abgestimmt? Und ich bin der Meinung, das ist Schlüsselfaktor hier. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir haben unsere Zellen genommen. Wir haben eine gewisse Feeding-Regime, die heißt, jeden Tag gebe den Zellen, keine Ahnung, so viel Feed. Und das noch 10 Tage lang. Und wir haben, um Robustheit zu testen, gleicher Prozess mit 30% plus minus mehr und weniger Feed getestet. Und es hat eine Wirkung von 10% weniger oder mehr Titer. Und das ist ein Beweis dafür, wie robust Zellen und Medium und Prozess sind und aufeinander abgestimmt sind. Deswegen, das war immer unsere Philosophie, richtige Fragen zu stellen. Nicht an Hardware zu arbeiten und Hardware zu kritisieren und Fragen zu stellen, Xilerex oder Sartorius, sondern richtig an Basis, an Zelle, an Medium arbeiten. Die Hardware werden ihre Unterschiede und Fehler haben, aber meine Zelle und Medium muss das kompensieren. Das ist unser Konzept. Sehr schön.